intelligentesten Leute, die die absurdesten Sachen abspalten und denen sie mit Fakten nicht mehr in der Debatte nicht mehr erreichen können. Und insofern geht es ja nicht, also das ist ja sozusagen, mein Schluss ist ja gerade der ernüchternde, dass es über Fakten, indem man ganz klar sagt, das und das und das kommt auf uns zu, das und das und das möchte der Islam beispielsweise. Und es ist vollkommen unstrittig, dass das so ist und dass sich das in eine ganz bestimmte Richtung entwickeln wird. Die werden aber, das ist wie ein blinder Fleck, also das ist wie eine Farbe, die jemand nicht sehen kann. Da wird ein ganz anderes Narrativ drum gebaut und sie kriegen das nicht über diese Fakten in den Kopf, sondern sie müssen sozusagen erst den Umweg gehen über die, was ich vorhin gesagt habe, persönliche Selbstreifung und dieses Individuationsprozess, Erwachsenwerden und verschiedene andere Dinge, damit Fakten anders gesehen werden können und damit Fakten anders interpretiert werden können. Und das ist keine Frage der Intelligenz. Vernunftbegabung. Ja, oder, ja. Also selbst Vernunft ist natürlich auch so ein Begriff. Also für die, wenn sie sich einmal interne linke Debatten angucken, die sind irre logisch und irre vernünftig und irre stringent und so. Also aus dieser Perspektive. Und es ist teilweise irre sozusagen, also die naheliegendsten Dinge, nehmen Sie jetzt den Migrationspakt, die Debatte im Bundestag dazu, dass die naheliegendsten Dinge komplett reframed werden und komplett auf den Kopf gestellt werden, glaubhaft tatsächlich, dann vorgetragen wird, also quasi die Aussage, für alle anderen Unterzeichner ist dieser Pakt bindend, aber für Deutschland im Grunde nicht. Also für Deutschland, das ist nur eine freiwillige Erklärung, die kann Deutschland nur nützen, die nimmt den absoluten Migrationsdruck von Deutschland und jeder, der was Gutes will für Deutschland, muss diesen Pakt unterzeichnen. Alles andere ist wirklich die Axt anlegen an deutsche Interessen und so weiter. Also diese komplett diametrale Argumentation im Abgleich mit den Fakten, das ist vollkommen absurd. Natürlich ist es genau andersrum, aber es ist im Abgleich... Man kann das ganze Ding komplett umdrehen. Man kann es auch komplett umgedreht denken. Und insofern ist es sehr schwierig in der Debatte da, also nur über Argumente sozusagen weiterzukommen.